Ein Paläontologe für Ragnarok. Tom Holland geht heim, Coker über Lukes Zukunft und rosige MCU-Perspektiven. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvelous Suprema. Ein altbekanntes Gesicht aus Jurassic Park wird in Thor Ragnarok mitspielen. Das haben wir Taika Waititi zu verdanken, der mit diesem Schauspieler erst vor kurzem im Wilder People zusammengearbeitet hat. Sam Neill hat offiziell bestätigt, dass er einige Tage an diesem Film mitgearbeitet hat, ob nun als Körper oder als Stimme, verriet er dabei nicht und wies wie jeder andere seines Faches auf die Geheimagenten bzw. Scharfschützen von Marvel hin, die sicherstellen, dass er sein NDA einhält. Die bisher schönste Theorie für seine Verwendung ist in meinen Augen als Stimme von Surtur. Einige könnten sich seine Stimme auch bei einer Beta Ray Bill-Fassung vorstellen und ein paar gehen sogar so weit und heben seine Ähnlichkeit zu Hugo Weaving hervor und sehen ihn als Lösung für das kleine Red Skull-Schauspielerproblem. Klingt für mich alles gut, immer her damit. Die Hauptdreharbeiten zu Spider-Man Homecoming waren am 10. September vorbei. Am 23.09. hat dann der Star des Films nun auch Atlanta verlassen. Tom Holland wird aber nicht allzu lange wegbleiben können, was er im Text unter dem Bild auch schon angeteased hat. Denn Peter Parker ist ein fest eingeplanter Bestandteil für Avengers Infinity War. Im Vergleich zu anderen ist seine Pause definitiv kurz, aber Spider-Man hat im MCU lange genug geschlafen. Da gibt es jetzt einfach einiges für uns und für ihn nachzuholen. Luke Cage startet am Freitag um 9 Uhr morgens zwar erst, doch Marvel-Fans haben jetzt schon ein Auge auf seine Zukunft geworfen. Und Chio Coker, Showrunner von Luke Cage, hat dahingehend ein paar hervorragende Aussagen parat, als er darauf in einem Interview angesprochen wird. Er macht deutlich, dass Luke ja der klassische und originale Hero for Hire ist und während wir in Staffel 1 die Evolution der Figur erwarten sollen, sei es durchaus vorstellbar, dass in einer möglichen zweiten Staffel Danny Rand und damit die Heroes for Hire verbaut werden würden. Heißt für uns eigentlich nur bingen, bis der Bildschirm brennt, damit Netflix die passenden Zahlen hat, um Cage direkt eine zweite Staffel reinzudrücken. Aber ganz ehrlich, insgeheim ist die zweite Staffel sowieso schon beschlossene Sache, aber trotzdem fleißig schauen, nur um sicher zu gehen. Und dann haben wir noch hervorragende Nachrichten für die Zukunft des gesamten MCUs. An dieser Stelle erinnere ich gerne nochmal daran, dass Kevin Feige fast zu Beginn von Phase 2 bereits davon sprach, dass sie bis 2028 Filme für das Marvel Cinematic Universe geplant hätten. Und dank Disney-CEO Bob Iger wissen wir nun, dass sie bei diesen Langzeitplanungen schon wesentlich weiter sind, als man das glauben könnte. Die 2020er-Termine sind ja schon vorgemerkt, noch ohne Titel. Und wie Iger es nun eben klarstellte, gab es kürzlich erste offizielle Meetings, wo die kommenden Phasen der 2020er und darüber hinaus bereits geplant werden. Noch mehr Marvel-Filme für uns, noch mehr Chancen, Teams wie die Inhumans und Figuren wie Namor, die Fantastic Four und auch die blöden Mutanten wieder zu bekommen. Hashtag Inhumans Master Race und letzten Endes Spielraum für massig Unterhaltung, Crossovers und natürlich habe auch ich dadurch auf diesem Kanal hier noch längerfristig was zu tun. Zukunft gesichert, geheiligt werde Kevin Feige. Amen. Das war's dann auch für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.